Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist auch Svea von Angelfly Orakel. Schön, dass ihr mit dabei seid. Meine Lieben, wieder schön, ja, dass ihr euch die Zeit nehmt für diese Orakel, dass ihr, ja, dass ihr einfach auch euch die Zeit nehmt dafür, ja. Wir gucken, also wir machen heute ein Monatsorakel für euch, für die Liebe. Ich werde ab sofort quasi im Zwei-Wochen-Rhythmus die Orakel drehen, also einmal Monatsorakel und dann Mitte des Monats nochmal ein Update für euch in der Liebe, wie es weitergeht, wo ihr steht, was ihr noch zu erwarten habt, ja. Und einfach, dass ihr wisst, dass sich das ein bisschen verändern wird, aber ich glaube, das ist ganz gut und freue mich schon auf eure Resonanz. Genau, meine lieben Widder, ihr seid das Kardinalszeichen von allen 12 Sternzeichen seid ihr die Ersten, ja. Von allen 4 Kardinalszeichen seid ihr auch hier wieder die Ersten. Also was ihr macht, machen alle mehr oder weniger irgendwann hinterher. Und schön, dass ihr heute auch als erstes, ich sag mal, ich mische die Karten ja immer raus, welche Sternzeichen ich wie drehe, dass ihr auch als erstes gefallen seid, ja, für den Monat August. Und genau, wir schauen jetzt gleich mal. Vorab wollte ich noch gern gesagt haben, ich habe ein neues Lenormand und zwar das Dreaming Way Lenormand. Genau, dass ihr euch nicht wundert, dass ich neue Karten habe und gar nicht die vorgestellt habe, aber dass ihr eben sie gesehen habt, habe ich sie euch jetzt gezeigt. So, viel geredet, nichts wenig gesagt. Nichts gesagt stimmt nicht, aber wenig gesagt. Okay, wir gucken jetzt mal. Boah. So, liebe geistige Welt. Okay, für die lieben Widder im Monat August 2021, was ist denn hier so die Herausforderung, die Challenge für den Monat? Um was geht es hier? Um was geht es hier? Was ist hier die Challenge? Okay, ich glaube, das war es schon. Ah nein, hier ist noch eine. Das Loslassen. Nicht mehr in der Beobachtungsposition zu sein, sondern hier wirklich weiterzugehen, voranzugehen, weiterzuschreiten. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Also, ihr seid beschützt, wenn ihr bei euch seid. Ja, also wenn ihr in dieses tiefe Atmen kommt, also wirklich dieses in den Bauch reinatmen und wieder ausatmen, wenn ihr bei euch seid, ja, dann kann euch gar nichts anhaben, also können euch diese Schwierigkeiten, die wir gleich sehen, können euch gar nichts anhaben, ja. Das ist quasi nochmal so der Tipp, wie du dem auch entgegengehen kannst. Und ich mal gucken, wie ich mich hier ordne für euch, dass ihr auch alles seht. Die Herausforderung für diesen Monat, ganz klar, das Wissen darum, dass etwas zu Ende gebracht werden soll. Ja? Dass etwas, ja, dass ein, ich sag mal, ein Ende erreicht ist, ja. Wir sehen das hier mit den Elefanten, also von Baby-Elefant zu jugendlicher Elefant zu Mama-Elefant. Und irgendwann gibt es halt kein größerer Wachstum mehr, ja. Und so ist das hier auch. Du weißt, was auch immer das bei dir in deiner Situation ist, dass du in der Situation, in der du bist, dass hier nicht mehr geht. Das kann sein, eine Partnerschaft, das kann beruflich sein. Das kann sein in Form von den Freundschaften, ja, dass du genau merkst, okay, hier ist ein Ende erreicht, ja, und hier kannst du nicht weiter wachsen. Und deswegen darfst du hier den Sprung ins Ungewisse machen. Ja, und das ist, was hier ja im Endeffekt nochmal gezeigt war, dieses, es ist Zeit, das loszulassen. Ja, also halte hier nicht am Mama-Elefant-Sein fest, sondern löse dich davon und
Wage den Sprung ins Ungewisse. Ja. Tief in dir weißt du das, tief in dir spürst du das. Wir legen ja, ich sag mal, auf die Liebe. Also das sieht hier sehr nach Partnerschaft aus oder Ehe, die einfach ihren Höhepunkt erreicht hat. Ja. Und wo nicht mehr drin ist. Irgendwie. So, ich habe das Engel der Liebe Tarot, Orakel quasi von Dürren Wütjen noch mit dabei. Ich hätte gern eine Karte für die lieben Widder, für den August, speziell auf die Liebe. Was ist hier im August das Thema bei den lieben Widdern? Ja, achte auf die Warnsignale. Die Zeichen warnen dich. Und das ist genau das, ja. Du weißt hier, dass nicht mehr möglich ist. Und du kriegst hier auch Zeichen von oben, die dich darauf hinweisen sollen, immer wieder, ja. Und diese Zeichen bekommst du, damit du springst, ja. Ja. Damit du eine neue Hochzeit erleben kannst, musst du aber erst fallen, ja. Okay, wir gucken mal. Jetzt weiß ich noch gar nicht, wie ich das so richtig mache, aber. Okay, liebe geistige Welt, wir vertrauen einfach darauf, dass das schon so sich zeigt, wie es sich zeigen soll. Für den Monat August 2021, für die lieben Sternzeichen Widder. Was ist hier? Was kommt auf die Widder im August zu? Was ist hier das Thema, die Problematik, die Herausforderung? Ich mische erstmal ein bisschen und dann gucken wir, was sich hier zeigt. Ja. Für die lieben Widder, für den Monat August. Was ist hier wichtig zu wissen? Was kommt hier auf sie zu in der Liebe, in der Partnerschaft? Was kommt hier auf sie zu in der Liebe, in der Partnerschaft? Dreimal noch. Das Schiff auf dem Unterdeck. Okay, wir gucken mal. Okay, weil ihr die Karten noch nicht kennt, sage ich euch schnell, was es ist. Wir haben einmal den Ring auf dem Kopf, die Sense, das Buch, der Sarg, das Klee, die Sterne, das Kind, der Storch und der Turm auch quer und das Schiff auf dem Unterdeck. Genau, das Erste, was fiel, waren ja diese drei Karten, also aufgedeckt. Und das ist genau das. Es geht darum, dass du eine Verbindung, eine Beziehung, eine Partnerschaft, die nicht mehr das ist, was es war. Ja, ich zeige euch die Karte mal. Eigentlich so. Ja, also Happy Family mit Familie, Kind, Haus. Und das hat dich voll erfüllt, so wie es war. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja? Der Ring auf dem Kopf zeigt mir, dass dieses Familienglück, das einst da war, ja, das kann hier wirklich auch einfach, ich sag mal, eine Zweierpartnerschaft sein. Es müssen nicht immer Kinder und Familie mit dabei sein, aber
dieses Gefühl von, ja, das ist der Richtige oder das ist die Richtige, ja, mit der oder ihr will ich ein Leben aufbauen. Dieses Gefühl ist nicht mehr das, was es einmal war. Ja? Und das darf hier beendet werden. Das Kapitel, das ihr zusammen geschrieben habt, darf beendet werden, darf abgeschlossen werden. Es gibt für dich hier noch eine Hintertür. Ja? Also, es gibt ja eine Hintertür für dich in deiner Geschichte, durch die du durchgehen kannst. Aber dafür musst du erst dieses Kapitel schließen. Ja, du musst, sag mal, was hier nicht mehr zu dir gehört, einfach auch begraben, hinter dir lassen, das beenden. Ja, ich weiß, das ist immer nicht so einfach, gerade wenn wenn Kinder im Spiel sind. Aber eine Partnerschaft leben, die dich nicht glücklich macht, ja, und das weißt du, ja, dass dich diese Partnerschaft nicht mehr erfüllt, ist halt auch der falsche Weg, ja. Weil wir sind hier, um glücklich zu sein und nicht um uns, sag mal, durchzukämpfen. Also ich sage nicht, lasst alle Partnerschaften gehen, aber wenn ihr lange gekämpft habt und lange versucht habt, daran was zu ändern, wenn ihr in der Paartherapie wart, wenn ihr verschiedene Sachen ausprobiert habt, um da wieder Pep reinzubekommen, ja, und das alles trotzdem sich nicht mehr so anfühlt, wie es das einmal war, dann muss man sich auch einfach eingestehen, dass dieses Kapitel zu Ende ist, ja, und dass eben ein neuer Part in deinem Leben jetzt, ich sag mal, dass Zeit wird, dass das kommt, ja, und dass du hier auch aussteigen darfst. Ja, du darfst aus dieser Geschichte rausgehen und sagen, okay, diese Geschichte ist für mich jetzt zu Ende. Ja. Du weißt, dass du hier springen musst, ja, den Sprung ins Ungewisse zu tun hast. Das ist dir klar, ja, das fühlst du auch. Vielleicht einfach, weil wir hier diese Kombination haben, Kind und Storch, machen es dir hier deine eigenen Kinder schwer, dass du sagst, ja, aber wegen meinen Kindern und ich weiß nicht und ich will ihnen nicht die Familie nehmen, ja, die Struktur, die sie haben, die Sicherheit, die sie haben. Aber das ist, also da müsst ihr euch einfach auch fragen, was für ein Beziehungskonzept wollt ihr euren Kindern vorleben? Ja? Dieses, dass man nach dem Herzen handelt und aus der Liebe heraus, oder dass man mit jemandem zusammen ist, mit dem man eigentlich gar nichts mehr gemeinsam hat oder nicht mehr viel gemeinsam hat, nur wegen den Kindern, ja? Da gebt ihr den Kindern auch einfach eine Bürde auf. Ja? So, also ich höre das im Bekanntenkreis immer wieder, dass das so der Grund ist, warum man zusammenbleibt wegen den Kindern. Aber ganz ehrlich, was gebt ihr den Kindern für eine Last auf, dass ihr eine nicht funktionierende Ehe oder Beziehung führt, wegen der Kinder? Ja? Also, kann sein, dass das jetzt sehr polarisiert, aber ich muss es einfach loswerden. Ja? Wenn du das für dich nicht so fühlst, weil du gar keine Kinder hast mit diesen Menschen, dann geht es darum, dass du hier nicht, dass du ausgewachsen bist, ja, dass es nicht mehr wird, das habe ich vorhin auch schon gesagt, ja, als es das, was es jetzt erreicht hat. Es wird nicht mehr größer, ja, es bleibt so, wie es ist, es bleibt so klein, wie es ist, egal in welchem Stadium du dich hier befindest mit deinem Gegenüber. Und du sollst hier die Mauern. Eigentlich geil, dass er auch so schief sich hingelegt hat, ja. Also du sollst diesen Turm fällen, ja, du sollst ihn zum Einsturz bringen. Diese Warnsignale, die du bekommst, sind dafür da, dass du diese Entscheidung triffst, voranzugehen, etwas in eine positive Veränderung zu initiieren, ja. Hier weiterzugehen, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Ja, guck mal, dieser Storch hat hier auch, jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht, auf dem Kopf seine Eier, seine Storcheier, ja.
Und normalerweise sind Störche Tiere, die einen Partner finden und dann bleiben die ein Leben lang miteinander zusammen. Aber dieser Storch, und das ist sehr selten in den Ländermoorkarten, ist alleine, ja. Er stellt sich seinem Leben, er stellt sich den Herausforderungen, er stellt sich der großen, weiten Welt, weiß noch gar nicht, wohin es geht. Und trotzdem merkt er, es wird Zeit, weiterzuziehen, ja, meinen Wünschen und Träumen zu folgen. Und genau das ist das, was quasi hier auf dich, lieber Widder, im August zukommt. Ja, einmal die Herausforderung, wirklich das Alte hinter sich zu lassen, zu erkennen, dass dieses Kapitel zu Ende ist. Ja. Und gleichzeitig den Mut auch zu fassen, zu sagen, okay, ich stürze dieses Konstrukt, das ich bis dato hatte, was mir Sicherheit gegeben hat, stürze ich ein und ziehe weiter, ja, gehe hier weiter. Das macht dir noch Angst. Ja? Aber das wird sich legen. Guck mal, auch dieser Vogel hat sein Haus mit auf dem Kopf mit dabei. Ja, ähnlich wie der Storch. Der hat alles, was er braucht, hat er bei sich. Das ist eine gute Sache, ja. Genau. So, wir gucken mal noch. Das ist ja, ich sag mal, sehr allgemein. Wir gucken mal noch nach euren Herzmenschen. Weil das kann hier auch eine Arbeitsbeziehung sein, zum Beispiel. Ja, also da müsst ihr gucken, was für euch passt. Okay, ich hätte gern für die Liebe ganz explizit für den Widder im August. Was kommt hier in der Liebe auf den Widder zu? Ja, das Leben wird umgekrempelt. Du gehst hier in die Transformation, in die Veränderung. Ja. Hier nochmal, es geht darum, dass du ein Kapitel schließt, weil auch dieses Buch ist geschlossen und du wendest dich hier auch, lieber Zuschauer, wendest dich ab von diesem Buch, ja, du gehst hier in eine andere Richtung, du stürzt dein Leben in eine andere Richtung. Also es ist Tatsache hier, es liegt für die Liebe, ja, und das ist so die Entscheidung, die du zu treffen hast im August. In Bezug auf die Liebe, auf die Partnerschaft. Ja. Okay, gibt es hier noch etwas zu wissen, was wichtig wäre? Ich sag mal, ja, in Bezug auf die Liebe, auf die Partnerschaft. Naja. Also, wenn du hier weitergehst, ja, du dieses Kapitel, in dem du jetzt bist, hinter dir lässt, zuschlägst, dein Leben umkrempelst, ja, hier, ich sag mal, Dinge, die dir immer Halt gegeben hast, umstürzt, das ist wie dieser Turm hier, ja, du dich wandelst, in die Transformation gehst, diese alte Haut ablegst, dann kommt hier großes Glück auf dich zu, mit einem neuen Mann, dem du hier auch entgegengehst, ja, guck mal, die liegen sich hier entgegen und mit dem das Leben auch eine neue Klarheit bekommen wird, also einen neuen Input. Ja? Aber dafür musst du erst diesen Weg, du musst erst dein Leben stürzen und dich quasi aus deiner jetzigen Haut befreien, ja, diese alte Haut abstreifen, weil du wachsen wirst, ja. Und ja, wie Schlangen eben auch, darfst du die alte Haut hinter dir lassen. Und dann kommt hier auch etwas Wunderbares in der Liebe, in der Partnerschaft wieder auf dich zu. Ja, und also, er lag hier ja jetzt nicht weit weg von dir, ja. Sehr spannend. Okay. Meine Lieben, wir gucken. Ich gucke gerade, ich überlege gerade.
Auch hier mit diesen Karten, was bei deinem Gegenüber los ist im August. Wir ziehen auch für ihn eine Herzkarte, also eine Liebesengel-Orakelkarte. Und euer Gegenüber lege ich Tatsache mit den Giro Marchetti Lenormand. Ja? Was bei ihm los ist in der Liebe, in der Partnerschaft, einfach im August. Die Erweiterung der Herzmenschlegung findet ihr unterhalb bei Vimeo, ja, also unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort findet ihr einen Link unter Herzmenschlegung, der euch zu Vimeo weiterleitet. Und genau, ich freue mich, wenn wir uns dort gleich sehen. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.